Der 13. Abend, an dem die Stadtmaus erzählt, wie das Abenteuer im Antiquitätenladen ausging. Heute Abend, liebe Freunde, öffnen wir das 13. Türchen unseres Adventskalenders, sagte die Eule, als alle auf der Lichtung versammelt waren und die Stadtmaus trat vor. Und? Begann die Stadtmaus. Noch jemand eine Idee, was Herr Krug gesehen haben könnte, als er den Kopf wandte? Fridolin, rief Wolf Junior, genannt Wölfchen, dem es gefiel, dass so viele seiner Verwandten in der Geschichte vorkamen. Auch nicht, gab die Stadtmaus zur Antwort. Fridolin saß immer noch im Holzschuppen, obwohl er allmählich ein bisschen ungeduldig wurde und nur zu gern drinnen im Laden nach dem Rechten gesehen hätte. Nein, Herr Krug sah, als er den Kopf wandte, nichts. Nichts, riefen die Zuhörer wie aus einem Mund. Nichts, bestätigte die Stadtmaus. Nur Frau Krug hatte etwas gesehen, und zwar Mäuse, die an einer Seite der Wanduhr hinauf und auf der anderen wieder hinunterflitzten. Dass es immer dieselben Mäuse waren, die, wenn sie unten waren, schnell hinter der Uhr auf die andere Seite liefen, konnte die arme Frau Krug nicht wissen. Für sie sah es aus, als wären sie zu Hunderten. Deshalb hat sie mit weit aufgerissenen Augen dort hingestarrt. Aber als die Mäuse sahen, dass Herr Krug den Kopf wenden wollte, da verschwanden sie so blitzschnell hinter der Uhr, wie es nur Mäuse können. Das war nämlich ein wichtiger Teil von Fritzis schlauen Plan, dass immer nur Frau Krug Mäuse sehen sollte. Böse, böse, liebe Mäuse. Bestimmt hat sie dann wieder geschrien, rief eine der Feldmäuse, und man konnte hören, dass sie mit Mühe das Kichern unterdrückte. Falsch, sagte die Stadtmaus. Diesmal schrie sie nicht. Sie blieb ganz ruhig. Natürlich brauchte sie eine Weile, um sich von ihrem Schrecken zu erholen. Aber ob es nun an den Tropfen von Apotheker Hora lag oder ob sie sich von ganz alleine zusammenriss, jedenfalls stand sie auf, schaute ihren Mann fest in die Augen und sagte mit nur ganz leicht zittriger Stimme, Du fragst mich jetzt bitte nicht, was ich dort drüben gesehen habe, denn ich werde es dir nicht sagen. Ich werde überhaupt über alles, was heute Morgen hier geschehen ist, nie wieder ein Wort verlieren. Ich sage dir nur, was du jetzt auf der Stelle tun wirst und was nicht. Du wirst nicht Dr. Heil anrufen und ihn bitten, dass er vorbeikommt, weil ich es, wie du meinst, ein bisschen mit den Nerven habe. Stattdessen wirst du diesen Christbaumschmuck in eine Tasche mit Henkel packen und nach draußen zum Holzschuppen bringen. Ich weiß nicht, warum die Tasche einen Henkel haben muss, und ich weiß nicht, warum du sie ausgerechnet vor dem Holzschuppen stellen sollst. Ich weiß nur eines: Wenn du es nicht tust, packe ich meine Sachen und verlasse dieses Haus für immer. So sprach die Frau des Antiquitätenhändlers, mit der er frohe und nicht so frohe Zeiten erlebt hatte. Ich finde den Satz voll cool. Huhuhuhu. Und was hätte er da tun sollen? Er hatte keine Wahl. Er holte den Christbaumschmuck aus der Vitrine mit den Weihnachtssachen, wickelte alles sorgfältig in Seidenpapier und verstaute es in der alten Arzttasche mit dem besonders starken Henkel, um die es ihm fast genauso leid tat wie um den Christbaumschmuck. Denn auch für solche Taschen zahlt manche Leute einen guten Preis. Er seufzte, als er die Tasche schloss und wollte sich zum Hintereingang begeben, als er eine leise, beinahe samtene Stimme zu hören glaubte. »Warum nicht gleich so?« sagte die Stimme, und Herr Krug wunderte sich ein bisschen, denn seine Frau war doch gleich nach ihrer energischen Rede nach oben gegangen
Und wirklich, als er sich umdrehte, saß da nur Felicitas und schaute mit unschuldiger Miene zu ihm auf. Na, dachte Herr Krug, da fängt es bei mir wohl auch schon an. Aber das meinte er nicht wirklich. Er dachte nur, er hätte sich vielleicht verhört. Dann trug er die Tasche zum Holzschuppen, ging wieder nach drinnen und wartete am kleinen Fenster zum Hof, was geschehen würde. Nicht lange, da sah Herr Krug einen Hund aus dem Schuppen kommen, der irgendwie Fridolin, dem Metzgershund, ähnlich sah. Hinter dem Hund ging neugierig nach allen Richtungen Ausschau halten ein Fuchsjunges. Der Hund nahm die Tasche mit den Zähnen und Herr Krug verstand jetzt, warum die einen Henkel haben sollte. Aber sonst verstand Herr Krug nichts. Was ging hier vor sich? Was hatte ein Hund und ein Fuchsjunges in seinem Holzschuppen zu suchen? Und was wollten sie mit einer Tasche voller Christbaumschmuck? Herr Krug fasste sich an den Kopf und das nächste, was er sah, ließ ihn endgültig zweifeln, ob er noch alle Sinne beieinander hatte. Er sah nämlich nicht nur, wie der Hund und das Fuchsjunge den Hof verließen, sondern auch, dass ihnen eine Schar Mäuse folgte. Muss echt putzig aussehen. Da ging Herr Krug zu dem Ohrensessel und ließ sich darauf niedersinken, wie nicht lange zuvor seine Frau. Was immer das alles zu bedeuten hatte, nie würde er seiner Frau etwas davon erzählen. Er würde darüber schweigen, genau wie sie. Vielleicht wurde dann alles wieder so schön und normal wie früher. So dachte der Antiquitätenhändler in seinem Ohrensessel, während Felicitas durch den Keller ins Freie huschte und sich zu den anderen gesellte. Als wenig später ein Kunde den Laden betrat und nach einer alten Arzttasche fragte, erklärte ihm Herr Krug, er habe leider keine im Angebot und auch noch nie eine im Angebot gehabt. Die ganzen 40 Jahre nicht, die er sein Geschäft schon betreibe. So endete das Abenteuer im Antiquitätenladen, schloss die Stadtmaus, und zum ersten Mal brachen ihre Zuhörer in Beifall aus. »Bravo, bravissimo!« riefen sie. »Sie haben's dem alten Knacker gut gegeben!« Und Fritzi, das Fuchsmädchen, flüsterte ihrem großen Bruder ins Ohr, »war eben auch ein toller Plan!« Dann bat die Stadtmaus um Ruhe, aber nur um zu sagen, dass sie morgen wieder weitererzählen würde.